Hallo, guten Morgen. Ich begrüße euch. Hallo, Katrinchen, Annette und Marianne. Meine Güte, hier ist ja schon richtig was los im Chat. Hallo, Ruth. Einen wunderschönen guten Morgen. Bin Gott sei Dank online. Das Internet war so ein bisschen hakelig bei dem Sturm. Aber wie ich sehe, bei euch funktioniert es gut. Annette hat schon Rückenteil fertig. Oh, Katrinchen ist auch schon am Stricken. Verstehst die Anleitung nicht? Da sind wir ja auch noch gar nicht. Hallo Joanna, guten Morgen. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr habt den Sturm alle gut überstanden. Guten Morgen auch an Claudia und Christel und Ulrike. Ulrike hat schon Sonnenschein. Auch nicht schlecht. Ja, Marianne wollte was schreiben wegen T-Online. Oh, Handgelenk gezerrt. Na, das ist ja übel. Das ist nicht so angenehm. Dann fällt ja Stricken und Schreiben flach. So, mal einmal kurz überfliegen. Und das sind alles keine Maschenprobenfragen, schreibt Claudia. Nee, ich bin noch bei der Maschenprobe voll und Schnitt kommt bei mir erst nächste Woche. Kann ja jeder stricken, wie er möchte, in seiner Geschwindigkeit, aber ich denke mir, es sind auch Anfänger dabei, weil sich ja Effi auch anbietet für Anfänger. Und viele, die auch nicht schreiben und still zugucken, deshalb wird alles, danke Irene, genau, ich werde alles erklären, Stückchen für Stückchen. Und wer schneller ist, der ist halt schneller. Ja, was? Moment, ich bin immer noch am Lesen. Lesen, ach du meine Güte, ich war aber auch heute ein paar Minuten später als sonst, weil es hier ja so hakelig war. Aber jetzt sieht die Übertragungsrate besser aus. Ich glaube, es reicht. Sigrid, genau. Verzopfung, da sind wir zwar auch noch nichts, macht aber nichts. In der Anleitung steht alle zwei Reihen. Man kann aber auch alle vier oder alle sechs. Das geht alles. So, jetzt bin ich hier am Ende angelangt. Nee, Sabine, ich hatte keine ruhige Nacht. Ich hatte eine total blöde Nacht, weil mir mitten in der Nacht einfiel, dass mein Auto unter einem Baum steht. Also bin ich mitten in der Nacht raus, um das umzuparken in Schlappen. So mega klug, ne? In Schlappen, hab mir ein C angestoßen, hab auf dem Rückweg überall so kleine Blutstapfen gesehen, so mit jedem Schritt, ne, so pling, 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 mich furchtbar erschrocken. Auf einmal tat's weh, als ich es erstmal gesehen hatte, das. Aber naja, dann ist nicht so wild, nur ein Zeh angeschlagen und bleibt den Rest des Tages sowieso gemütlich bei dem Wetter sitzen und stricke. So viel zu meiner Nacht. Jenny hat sich auch durch den Sturm gekämpft. Ja, durch den Wald ist wohl heute nicht. So, Silvia, stricken auf größere Effi umrechnen. Ja, genau. Ich habe ja jetzt auch diese hier in groß, in tatsächlich in groß, in der größten Größe. Das hat mir
Ulrike gestrickt, sodass wir auch ein richtig tolles Beispiel haben für die große Größe inklusive Maschenzahlen und so weiter. Und dann ist alles abgedeckt. Ja, danke, Wasma. Meinem C geht's ganz gut. Ist alles etwas beschwerlich mit dem Laufen, aber ich habe ein paar gemütliche Socken von Klaus an. Warme Füße und das passt dann schon. So, heute komme ich mal zum Thema. Das habe ich tatsächlich. Sitze hier mit einem hochgelegten Bein unterm Schreibtisch, habe mir so ein kleines Höckerchen hingestellt und habe ein Bein hochgelegt und da liegt sogar ein kleines Kühlpack drauf. Also groß an aufstehen kann ich heute nicht, aber das muss ich ja auch nicht. Heute geht's und alle Armen, die schon so weit vorgestrickt haben, müssen Geduld haben, denn heute geht es erstmal nur um Maschenproben. Aber das ist nun mal die Grundlage für alles Weitere. Für die Berechnung auf die großen Größen, für sämtliche Schnittänderungen, für kürzer, breiter, länger, was weiß ich. Deshalb habe ich da nochmal geswitcht und die Maschenproben vorgezogen. Außerdem, genau, Ulrike, alles prima. Alles perfekt behandelt. Nee, Karin, so schlimm nicht. Ich habe das zwar schon mal nicht bemerkt, aber so schlimm ist es. Moment, Faden verloren. Das zu fassen? Achso, die Reborn Jeans, genau. Die lag mir so am Herzen mit der Maschenprobe. Und deshalb haben wir uns in der letzten Woche im Atelier ganz, ganz intensiv mit allen Wollen und allen Maschenproben beschäftigt. Und deshalb, das passt heute einfach am besten rein. Also erstmal nochmal generell, wie ich es überhaupt mache, dann speziell bei Effi und dann für alle Wollen, die so im Umlauf sind von uns, eine konkrete Maschenprobe. Und am Ende noch 2-3 Projektfotos, nicht so viel, 2-3, mehr nicht. So, dann noch einmal zum, und auch da ein bisschen Geduld für diejenigen, die das schon mal gehört haben. Ja, Sabine, jetzt gehe ich doch nochmal vom Thema ab. Das habe ich gehört. Das hat mir Sonja erzählt. Du hattest angerufen, ne? Ich weiß nicht warum, weil wir hatten den Zoom am Freitag, der hat tadellos funktioniert. Wir waren 30 plus oder 35 plus in der ersten Stunde. Und meine Sorge, dass es vielleicht irgendwann zu Problemen kommt mit dem Internet, wenn alle per Webcam drin sind, hat sich total als unbegründet erwiesen. Also es hat super funktioniert. Es gab ja auch eine Automatik zum Einloggen. Das heißt, es musste gar nichts freigeschaltet werden oder so. Einfach Link anklicken und schwupps war man im Meetingraum. Deshalb musste es nur bei dir so gewesen sein. Gehe ich mal von aus. Und weiß ich aber nicht, den Grund weiß ich nicht. Aber die Technik hat funktioniert. Vielleicht beim nächsten Mal nochmal ausprobieren. So, aber dann. Genies hat auch mit dem Zoom Probleme gehabt. Margret hat den Link gar nicht erst bekommen. Heieiei.
Ja, Ulrike, das kann tatsächlich sein, weil wir sehen ja, welche t-online.de Adressen Telekom in den Spam schmeißt. Aber jetzt muss ich doch noch mal einmal kurz dabei bleiben. Wenn ihr euch anmeldet und eine Rück-E-Mail bekommt, um den Double Opt-in zu bestätigen, und ihr wisst, dass da was hakt, und guckt parallel, macht euer E-Mail-Programm auf und guckt parallel da rein, dann müsstet ihr eigentlich sofort sehen, dass im Spam-Ordner was ankommt. Und so könnte man das mal versuchen nachzuvollziehen. Also das Meeting, Katrinchen, ging 2 Stunden. Und schwache Internetverbindung ist natürlich eine Sache, Jinnis, die wir nicht beeinflussen können. Ja, Doris, bei Doris ging es wegen der Arbeit nicht. Ja. Das kann passieren. So, Roberto ist auch da. Das bringt mich zurück zum Thema. Meine Maschenproben. Ich hatte es euch schon mal gezeigt, aber es kann nicht schaden, das nochmal einmal anzuschauen. Bei neuen Wollen, also nicht bei Wollen, die ich schon kenne, da mache ich das natürlich nicht, aber bei neuen Wollen, die ich noch nie verstrickt habe. Vom Prinzip her, um Banderolen kümmere ich mich generell nicht. Oder sagen wir mal andersrum, ich hege ein tiefes Misstrauen, was Angaben auf Banderolen angeht. Weil man muss sich ja verdeutlichen, die hat ja jemand erstellt. Ein Stricker, Strickerin erstellt mit Vorlieben, mit einer speziellen Strickweise, mit einer individuellen Strickweise. Das heißt, das, was den Weg auf die Banderole findet, das muss gar nicht auf euch passen, weil jeder strickt ein bisschen anders. Ich nehme es deshalb, was auf den Banderolen steht, wie hier jetzt zum Beispiel, 4 bis 4,5 bei der Blue-Faced Lester. 18 bis 20 Stitches, sind Maschen auf 10 cm nur als grobe Richtung und nicht als verbindlich. Nur ganz grob, um bei einer neuen Wolle um einzuschätzen, wie man überhaupt so anfangen kann, mit welcher Nadel. Weil hier zum Beispiel bei der Blue-Faced Lester, hier steht 4 bis 4,5, ich stricke die aber mit 5. Und ich habe auch nicht 18 bis 20 Maschen auf 10, sondern nur 16. Also, Banderolen nur als grobe Richtung. Dann lasse ich generell Reihen außer Acht. Die Frage hatte Susanne geschrieben, was mache ich bloß mit den Reihen? Bei Effi komme ich auf die Reihen. Ich beachte Reihen überhaupt nicht. Auch das ist so ein bisschen, erklärt sich, eine Masche ist ja viel breiter als hoch. Deshalb gibt es weniger Maschen auf 10 cm als Reihen. Oder andersrum, sehr viele Reihen auf 10 cm. Und wenn es schon individuell von Strickerin zu Strickerin unterschiedlich ist, wie viel Maschen man auf 10 hat, dann ist natürlich diese Variable bei Reihen noch viel höher. Und es ist oft schwierig genug, auf die Maschen zu kommen. Und auf die Reihen zu kommen, noch sehr viel mehr. Das muss aber auch gar nicht sein, weil wir stricken Effi nach Höhe, nach Zentimetern. Also Reihen könnt ihr komplett außer Acht lassen. Wenn die in meinen Anleitungen stehen, dann nur, weil die international veröffentlicht werden, sprich in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit vertrieben. Und manche Länder brauchen einfach Reihenangaben und andere nicht.
Ich habe immer eine Schnittzeichnung dabei, also Zentimeterangaben für das Stricken in der Höhe, und da braucht man die Reihen nicht. Und Christine, Maschenproben für Wollen, die nicht von mir sind, die kann ich nicht erklären, weil ich sie ja nicht liegen habe und nicht stricken kann. Du kannst ja selber dann stricken, die Maschenprobe, und gucken, wo du dich mit deiner Maschenprobe einordnest, in welche Maschenprobe ich hier zeige. Also, das ist ja kein Ausschluss, um mitzustricken. Ich bin nur sehr, sehr vorsichtig mit dem Angeben. Wenn ich eine Wolle nicht kenne, kann ich so schwer was Verlässliches zu sagen. Also du strickst einfach deine eigene Maschenprobe, guckst ein bisschen, wo du dich wiederfindest in den Maschenproben, die ich zeige, und dann geht das auch. Genau. So, das war zu den Reihen. Dann schlage ich immer, und dafür kann man dann doch nochmal auf die Banderole gucken, sagen wir hier zum Beispiel, oder hier die Winku, das ist die hellblaue, die hat auf der Banderole für 10 cm 11 bis 14 Maschen angegeben, und ich gebe immer mindestens 5 Maschen mehr zu, mindestens. Also, wenn hier 11 Maschen auf 10 Zentimetern sind, dann würde ich 21 Maschen mindestens anschlagen. Denn die Randmasche kann man nicht mitmessen. Und die ersten 1-2 Maschen, die werden auch nicht wirklich ausschlaggebend, um auszumessen. Man braucht ein richtig schönes, großes Stück in der Mitte, wo man schön 10 cm für eine Maschenprobe abmessen kann. Rote Zahlen in der Schnittzeichnung sind Inch. Kannst du außer Acht lassen, Martina. Und die Maschenprobe für Effi stricke ich im Perlmuster. So, also immer schön was zugeben an den Rändern und dann sich langsam herantasten. Ihr fangt einfach mit einer Nadelstärke an, mit einer mittleren, strickt ein kleines Stückchen. Wenn euch das zu locker erscheint, strickt ihr das nächste Stückchen in einer halben Nadelstärke kleiner. Moment, was habe ich gesagt? Wenn es zu locker ist, dann eine halbe Nadelstärke runtergehen. So. Wenn es euch zu fest erscheint, geht ihr eine halbe Nadelstärke hoch. So, und so kann man sich dann mal vorantasten. Und die Sache ist nämlich, dass man, ob was zu fest oder zu locker ist, zu löcherig oder zu brettig, das sieht man erst, wenn man einen Vergleich hat. Also eine Referenz dazu. Wenn ich jetzt nur hier so ein kleines Läppchen habe, und das ist auch immer das Schwere, wenn ihr Fotos schickt von Maschenproben und nur so ein kleiner Ausschnitt. Es gibt ja, wir haben keine Referenz dazu, in welchem Bezug steht das jetzt? Und im Vergleich sieht man erst, was einem am besten gefällt, was am besten geeignet ist. So, und deshalb bei ganz, ganz neuen Wollen bietet sich das auf jeden Fall an, ein bisschen Zeit zu investieren und mehrere Nadelstärken auszuprobieren, auf jeden Fall. Bemüht euch nicht dabei, extra fest oder extra locker zu stricken. Nach meiner Erfahrung kann man nicht extra irgendwie stricken. Man strickt, wie man strickt. Jeder strickt, wie er strickt. Und spätestens im großen Teil strickt ihr sowieso wieder in eurer gewohnten Weise. Und Claudia, die
Also Wollen, die ich nicht kenne, die wasche ich nach dem Stricken. Vor dem Zählen. Ich zähle. Ich mache mir sogar oft ein Foto dann davon, wo ich das Maßband auflege. So in der Art. Mache ich mir ein Foto, lege das Maßband von Seite zu Seite, dann wasche ich es und dann kann man schon mal gucken, ob es eingelaufen ist und die Maschen zählen vorm Waschen und nach dem Waschen tue ich auch. Und Claudia, wie das Maschenbild aussehen sollte, das ist geschmacksabhängig. Es gibt, also das ist kein Gesetz. Eine Maschenprobe ist kein Gesetz. Sagen wir Anfänger. Anfänger brauchen einen festen Wert, weil die haben die Erfahrung nicht, die wissen nicht, wie sich Strickteile verhalten können. Deshalb ist es für Anfänger wichtig, eine feste Zahl zu haben, eine feste Größe, wo sie sich nachrichten können. Aber alle anderen mit etwas mehr Erfahrung, da kann man wirklich sagen, eine Maschenprobe ist kein Gesetz. Es ist kommt ein paar Faktoren kommen da zusammen. Einmal, wie gefällt es mir? Mag ich das, wenn es so löchrig ist, oder mag ich es lieber, wenn das Maschenbild geschlossener ist? Was ist das für ein Modell? Wie jetzt Effi? Möchte ich es hier vorne in dem Bereich weichfallend haben, also stricke ich lockerer? Möchte ich sogar, dass sie sich aushängen kann? Also ist das lockere okay? Oder bin ich eine kleine Person und möchte auf keinen Fall, dass sie sich aushängt? Also stricke ich ein bisschen fester und nehme dann in Kauf, dass es hier auch so ein bisschen fester ist. Also das sind alle so Sachen, die da reinfließen. Und wenn ich euch gleich meine Maschenzahlen zeige und euch genau dazu erkläre, warum ich darauf gekommen bin, dann könnt ihr selber entscheiden, übernehme ich die? Schließe ich mich dem an oder strich lieber ein bisschen fester. So gibt es bei Maschenproben kein wirkliches richtig oder falsch. Und ich war beim Waschen hängen geblieben, weil ich wollte euch gerne zeigen, dass ich Maschenproben genauso wasche wie, Moment, ich in diesem Video hier vorführe. Das ist der Janstor-Kanal, das ist unser Zweitkanal, wenn man so will. Ihr seht ja auch hier Janstor. Da waren mal sehr viele Modellvideos drauf, die habe ich alle gelöscht, weil man verbessert sich ja von Jahr zu Jahr und irgendwann sind die alten Videos, genügen die dem Standard nicht mehr. Deshalb haben wir die alle runtergeschmissen. Außerdem, Sound wird besser, Bild wird schärfer und so weiter. Und dieser Kanal soll jetzt für Produktvideos im großen Produktvergleiche, wo wir unsere Produkte erklären und so weiter. Deshalb ist das ein zweiter Kanal. Das will ich hier nicht auf dem, wo der Livestream läuft, haben. Aber dieses Video hier, in dem zeige ich, wie ich meine handgestrickten Sachen wasche, was auch ein super wichtiger Punkt dabei ist, dass bevor ich es in der Waschmaschine schleuder, dass das nämlich super kalt wird. Und genau so mache ich das mit den Maschenproben eben auch. Vielleicht einmal kurz in den Chat, dann findet ihr das am schnellsten. Ja. So, kleine Effi von hinten. Ja, Martina? Mache ich. So. So, da können alle gucken, die vorhin über die untere Kante
gerätselt haben. Aber nehmt's mir nicht krumm, ich mache das wirklich in der nächsten Woche, nächsten Sonntag, ausführlich. Alle Größen, alle Maschenzahlen. Und ich messe, weil ich brauche ja keine Reihen, deshalb, ich meine, könnte man auch nehmen am liebsten die Maßbänder zum Ausmessen oder Handmaße. Und da ist mir, ich kenne das aus der Schneiderei, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen oder es betrifft euch gar nicht. Ich messe sehr viel auf dem Bügelbrett. Ich habe ein sehr breites Bügelbrett und es ist ein beheiztes Bügelbrett und ich dampfe auch oft die Sachen und messe dann aus. Und ab und an kann man auch mal seine alten Maßbänder kontrollieren. Denn die können sich ja auch verändern. Das bleibt jetzt nicht hier über 100 Jahre exakt. Also auf meinem warmen Bügelbrett, da verändern sich die auch schon mal und werden ein Tückelchen länger. Zum Beispiel hier die beiden Kante an Kante lege, meine ich nämlich, dass das Gelbe schon so eine Idee länger geworden ist. Ist zwar nur ein Millimeter, aber habe ich auch schon mal schlimmer erlebt. Deshalb, so ganz alte Schätzchen, kann man ruhig mal nachmessen und kontrollieren, ob die überhaupt noch das richtige Maß haben. Hallo Claudia, noch eine Claudia, meine Güte. Sind wir aber heute sehr viele Claudias hier im Chat. So, und das war das Ding zu, wie ich Maschenproben für neue Wollen mache. Und was Effi angeht, es gibt vier Strickmuster bei Effi. Perlmuster, Rippenmuster, Halbpatent und das Zopfmuster. Und ihr braucht nur zwei. Ich mache eine richtig schöne fürs Perlmuster, mit der ich so richtig rundherum zufrieden bin. Und die Nadel, die ich dabei rausgefunden habe, die benutze ich auch genauso fürs Halbpatent und fürs Rippenmuster. Das Rippenmuster ist ja sowieso super schwer auszumessen. Steht in der Anleitung irgendwie was von gedehnt oder? Moment. Die Anleitung, die hat für jedes Muster eine extra Maschenprobe. Das schmeißt das über den Haufen, das braucht ihr nicht. Das ist auch sowas vom internationalen Design her, das muss ich angeben, aber wirklich praktikabel ist das nicht, also könnt ihr vergessen, macht eine schöne fürs Perlmuster und eine schöne fürs Zopfmuster. Und ja, bei Effi steht es jetzt gerade nicht, aber manchmal steht es Rippenmuster leicht gedehnt gemessen. Ja, was soll denn das sein? Also leicht gedehnt. Ist das leicht gedehnt oder das oder das? Also deshalb, Rippenmuster ist sowieso super schwer zu messen. Und es reicht eine fürs Perlmuster. Hallo Susanne. Etwas arg zu spät. Ich habe vorhin eine Frage von dir beantwortet, beziehungsweise mehrere hattest du geschrieben per E-Mail. Und zwar war es die Frage nach der Reihenmaschenprobe. Reihen kannst du vergessen. Kannst du vielleicht nochmal nachträglich anschauen. Also Reihen braucht man nicht für die Maschenprobe. Die Maschenzahlen, die ich euch jetzt gleich gebe, die wir herausgefunden haben für Effi, die sind gut, wenn Effi hier in dem Bereich schön locker fallen soll, sie wird sich aber dadurch auch längen. Das geht ja auch gar nicht anders. Beides, also locker sein
und trotzdem stabil in der Form, das widerspricht sich, geht nicht. Also wenn sie locker fällt, dann wird sie auch im Laufe der Zeit ein bisschen nachgeben. Ja, Rubator, das ist auch ein Weg, gedehnt wie beim Tragen. Ja. Wobei ja da doch auch vielleicht jeder ein bisschen was anderes rauskriegt. Petra, bei Effi gibt es auch keine 1000-prozentige Regel. Man kann anfangen, wo man möchte. Ich werde hier oben anfangen, bei der Schulterpartie und dann runterstricken, den Ärmel runterstricken. Man kann aber auch mit dem Rückenteil anfangen. Aber ich werde hier so durchgehen. Hallo Amazon. Amazons Pinscher. Schön, dass du uns gefunden hast. Verdammt, das war jetzt gerade zu viel auf einmal. Hier oben fange ich an und werde den Ärmel runterstricken, aber wer erstmal gucken möchte, ob seine Maschenprobe im Kleinen sich auch im großen Teil bewahrheitet. Das ist ja auch nicht unüblich, hatten wir auch am Freitag im Zoom. Es kommt einfach vor, dass man strickt eine kleine Maschenprobe, alles prima und wunderbar, und dann strickt man das große Teil und dann ist es doch wieder anders. Das ist manchmal einfach so, und deshalb kann man auch erstmal nur so ein Rückenteil stricken und hat man nicht gleich so ein Riesending, was man auftrennen muss, und kann das da dran nochmal kontrollieren, die kleine Maschenprobe. Und das ist eigentlich zu Effi so gesehen. Prinzipiell zu Maschenproben alles. Und Ui, auch in der Weite verstehe ich nicht die Frage. Ich habe allerdings hier auch heute die Streaming-Latenz wegen meinem schlechten Internet sehr. Ich habe eigentlich spitzenmäßiges Internet, aber der Sturm hat es ein bisschen zerschossen. Du kannst ja nochmal schreiben, was du mit auch in der Weite meinst. Welche Weite? Ob die sich auch in der Weite dehnt? Also, falls das die Frage war, Ulrike hat mir diese kleine Effi gestrickt in der großen Größe, die mir eigentlich viel zu weit ist, aber ich werde die hinterher sogar richtig bewusst in die Länge ziehen, weil ich bin sehr, sehr groß und so lang ist Effi nicht. Und deshalb habe ich in Kauf genommen, dass sie eine sehr große Weite hat, weil wenn ich die in die Länge ziehe, geht das ja an der Weite verloren. Und Mechthild, du bekommst immer beides, Deutsch und Englisch. Das sind zwei Links, einmal der Englische und einmal der Deutsche. Brauchst du nicht extra anfordern, die kriegst du auf jeden Fall, hundertprozentig hast du auch die Deutsche bekommen. So ist es, Rubator. So ist es. So kann man es natürlich auch machen, dass man sich sagt, komm, Maschenprobe egal, weil wenn man hier dieses Stück anschaut, ne, da kann man schon direkt einen Rückenteil stricken und wenn es nicht hinhaut, auftrennen. Ich bin trotzdem immer froh, wenn ich das so, das hier hat jetzt Monika gestrickt hier in verschiedenen Nadelstärken, weil das kann man dann waschen. Und wenn es verhunzt, dann ist das nicht so schlimm. Oh, hallo, guten Morgen, Ingrid. Meine Mama. Meine Mama ist in der Reha nach einer OP. So, heute hat's geklappt, heute bist du dabei, das ist schön. Ich hoffe, es geht dir gut da in Bad Eilsen. So, dann jetzt aber endlich mal ein paar konkrete Maschenzahlen.
So, das ist das, was wir rausgetüftelt haben. Wenn sie relativ locker sein soll, also weich fallen soll und so wie die Originale auch ist. Also nicht, dass er jetzt einen Schreck kriegt und denkt, ist so super, super locker, sondern halt so wie die Originale Effi ist. Passt hier kaum aufs Bild drauf, die große. Und da sieht man, also Quatsch, das war jetzt hier, die obersten beiden, die Choreon und die Silk Garden, die haben die gleichen Meter auf 50 Gramm. Danke, ihr Lieben, da wird sie sich freuen. Ist ja alles im Moment nicht so spaßig, im Krankenhaus und in der Reha Zeit zu verbringen, oder? Ich habe trotzdem, also wenn ihr der Zeile folgt, Choreon und Silk Garden, trotz gleicher Meter auf 50 Gramm, bei der Silk Garden ein bisschen eine kleinere Nadel und auch ein bisschen eine höhere Maschenanzahl, weil das ist Choreon und das ist Silk Garden. Und Choreon ist 100% Wolle, Silk Garden ist 45% Seide. Und der Faden ist dünner. Na Ingrid, das ist doch schön, oder? So viel liebe Grüße, kannst du ja nur gesund werden. Vielen lieben Dank an euch, sage ich jetzt mal im Namen meiner Mama. Noro Ito ist wunderbar geeignet, Fanny, denn ist außer der Färbung ziemlich identisch mit der Choreon. Auch 100% Wolle, gleiche Lauflänge. So, aber ihr seht, die Silk Garden, der Faden ist ein bisschen dünner. Durch das andere Material. Also wird sie nicht ganz so locker gestrickt wie die Choreon. So kann man das sehen. Ob sich das jetzt, diese eine Masche Unterschied, wirklich auswirkt in der Berechnung, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ne, da kann man ja dann vielleicht zum Schluss sogar erkennen, also hier wegen einer Masche, ne, eine Berechnung zu ändern, das macht keinen Sinn. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also so, Tsubame ist dünner, aber weil sie so fluffig ist und so ein Volumen hat, ist Tsubame trotzdem mit 4 bis 4,5 zu stricken. Und 17 Maschen sind auch nur 2 mehr auf 10. Das hier zum Beispiel ist so einer von diesen, ihr kennt die Dinger, so ein Kragen, den man so unter Jacken trägt. Und da habe ich Tsubame, nämlich, mit 17 Maschen auf 10 cm gestrickt. Ist jetzt auch nicht die Welt, ist aber schön dehnbar und trotzdem weich fallend. So, also wer Tsubame hat, könnte das mit 17 Maschen machen. Tennen habe ich jetzt nicht dabei, Patricia, weil die habe ich einfach nicht gehabt, um sie auszuprobieren. Aber die würde ich auf jeden Fall mit größerer, ich weiß nicht, was steht denn auf der Banderole? Sechs würde ich tippen, vielleicht sogar 7. Die habe ich aber nicht hier. Was gibt denn der Hersteller an? Ein Schnuppern. Da Mikro umgucken. Tennen
hat 16 bis 18 Maschen auf 10. Nadel 4 bis 4,5. Nie im Leben. Nie im Leben. Also das ist das, was auf dem Etikett wohl steht. Also ich will das mit 6 probieren. Noromirai Mirjam kannst du super vergleichen mit Geshi. Geshi oder... Ja. Patricia auf der Herstellerseite steht 4 bis 4,5. Also das ist Unsinn. Moment, Mirai muss ich mal eben angucken. Schnell gehen soll. Hi. Du da. Mirai deckt sich exakt mit Geshi. So, was ich schon vermutet hatte, ja, Mirai deckt sich mit Geshi und da habe ich. Diese Jacke. Gesagt, hier diese Jacke. Das ist Geshi. Und das ist auch, da komme ich später nochmal drauf, weil das ist für die Reborn Jeans Strickerinnen total genial. Das ist die Maschenprobe, die auch bei Reborn Jeans die Stärke, die hinhaut, wo man sieht, auch in dünner ist es nicht unbedingt zu lappig. Also Mirai wie Geshi. Mirai wie Geshi. 18 Maschen kannst du mal versuchen. Und oder 17. Und bei den leichten, also Norowollen sind generell leicht, weil die so fluffig sind, so locker gedreht, so wie handgesponnen. Und deshalb, ja, es ist dann vielleicht manchmal, sieht es ein bisschen zu locker verstrickt aus, aber das ganze Teil hat dann nicht viel Gewicht. Und von daher hängt es sich auch nicht so stark aus, weil es ist gar nicht erst so schwer. Gehen wir mal weiter. Reborn Jeans doppelt. Ja, also Reborn Jeans ist so ein Thema für sich. Und habt ihr mal so hautnah mitgekriegt, wie das ist, wenn ich eine Wolle nicht kenne. Wir hatten sie... Ich hatte sie zwar liegen, wollte sie aber eigentlich nicht zeigen. Dann fragte irgendjemand im Livestream vor 2 Wochen, ist die auch geeignet? Dann habe ich auf die Banderole geguckt und habe gedacht, ja, Nadel 4 bis 5 hört sich super an für Effi, auf jeden Fall. So, dann hatten wir ja angefangen zu stricken. Und liebe Jutta, Schnitt nächste Woche Sonntag. Und dann habe ich letzten Sonntag plötzlich gedacht, um Gottes Willen, laberig, viel zu dünn, Hilfe, Hilfe. Nicht, dass ihr mir alle den Kopf abreißt, weil die hat einen super Preis und wurde dann halt auch sehr gerne gekauft. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ne? Wenn das jetzt daneben geht, ich hasse es, wenn ich so zu viel verspreche und Hilfe. Und dann kam ich ins Atelier und Monika sagt, wieso hast du die denn so schlecht gemacht? Die ist doch so toll. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich komme mit der Maschenprobe nicht klar. Mir gefällt das alles nicht.
Und dann haben wir wirklich von Grund auf nochmal angefangen zu stricken und zu probieren. Ich bin jetzt wieder weg von doppelt. Also wer gerne doppelt stricken möchte, das geht. Es muss aber nicht sein. Und die Maschenproben, die wir gemacht haben und im Übrigen auch gewaschen, sind nach der Wäsche mega rausgekommen. Ganz toll. Und die Maschenproben für Reborn Jeans einfach verstrickt sind so. Alle Muster. Jetzt brauche ich mal einen schlauen Zettel. Könnt ihr das sehen? Also wer Reborn Jeans hat. Fest strickt, kann sogar mit Nadel 4 stricken, das ist diese Maschenprobe. Diese Maschenprobe kommt super raus in allen Mustern, sei es im Halbpatent, sei es im Zopfmuster und hier ist in jeder zweiten Reihe verzopft, weil es ja eine dünne Wolle, da kann man das machen. Wen es allerdings nervt in jeder zweiten Reihe, der macht halt jede vierte oder jede sechste. Und Silvia, ja, wir gehen auch für die Langsamen hier vor. Und deshalb Schnitt nächste Woche. So, wer es gerne noch ein bisschen fester hätte, kann auch mit einer 3,5 stricken. Und wenn ich das jetzt mal so hier an mir runterhängen lasse, es ist natürlich nicht so voluminös fest wie die dickeren Wollen, aber ja, ich bin von dem Lappig wirklich wieder weg, weil es hat genau den gleichen Fall wie die Jacke Mami. Also einen sehr schönen, weichen Fall. Es ist wird eine super coole Sommerjacke. Und das zu Reborn Jeans. Beim Waschen ist ein bisschen was Blaues ausgetreten, blaue Farbe. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Liegt wahrscheinlich an den recycelten Vorgängerfasern. Hat man oft bei Handstrickgarnen, dass da ein bisschen Farbe austritt. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Aber sie hat sich nach dem Waschen kein Stückchen verändert. Sie ist genauso schön weich rausgekommen wie vor dem Waschen. Und deshalb tolles Sommergarn. Aber da habt ihr mal mitbekommen, das ist ein Prozess. Man kann nicht einfach ein nagelneues Garn und dann yay loslegen. Es ist ein Prozess. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Maria. Das hier ist der Zettel dazu. Durch alle Muster durch. Monika hat's gestrickt. Monika strickt super fest. Wer normal oder locker strickt, der müsste hier eine 3,5er nehmen und hier eine 3er. Genau. Und Knuffi, ja natürlich, wenn dir das Patent im Halbpatent nicht gefällt, dann nimmst du ein anderes Patent. Ne? Weil Patent ist eins der weichsten, lockersten Strickmuster, so ist es halt. Und wer das ein bisschen fester haben möchte, der macht halt ein anderes. Kein Ding. Und man muss aber schon bedenken, weil das liegt ja auf der Schulter und formt die Schulter. Also so ein bisschen Weichheit hier ist kein Problem. Und Birgit, diese Geschi hier, das war auch Mami. Ist die hier. Mami heißt die Jacke. Und habe dann hinterher festgestellt, genau so wird auch die Reborn Jeans eine schöne Weiche. Man muss sich halt nur davon lösen, dass die so wird wie die originale Effi.
aus Kurion. Ne, kann sie ja gar nicht. Ist viel, viel dünner, ist ein anderes Material. Heißt aber nicht unbedingt, dass die schlechter wird. Deshalb nur einfach anders. Kakigori, muss ich euch jetzt schnell noch... Ach so, Kakigori, genau. Hier steht sie ja schon drauf. Ich will mal eben... Oh mein Gott, jetzt habe ich hier 1000 Modelle liegen. Da wollte ich hin. Ist bei der Angabe von Kakigori die... Ich mache mich mal hier kurz weg, damit ihr das voll sehen könnt, das Blatt. Die Silky Kit mitberechnet. Verstehe ich nicht ganz, Patricia. Bei Kakigori... Einmal nochmal zurückspringen. Sind wir von der Maschenprobe von diesem Schal ausgegangen? Das ist der Krebsschal, nur gestrickt in Kakigori. Und die hat ja auch Seide, das fand, oh Gott, ich weiß es jetzt nicht im Zoom, das Stumpfe daran. Das ist ja man sieht es ja hier, dieses wattige. Danke, Karin. Ich will ja aber auch, dass es gut wird. Also das ist mein größter Wunsch, dass es Erfolgserlebnisse gibt, weil es ist keine Hexerei. Also es kann jedem ein Strickteil gelingen und deshalb macht mir auch Spaß. Genau, Kakigori. Aber auch da ist, man muss es ausprobieren. Was ist mein Knäuel hier abgeblieben? Das ist auch Kakigori. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, dass die dunkle Farbe, dass da der Faden sehr viel dünner ist als bei der hellen. So, das kann nämlich auch passieren. Und dann steht man wieder da. Und ich habe es letztes Mal mit Silky Kit gezeigt. Oh, ich erinnere mich, dieses wunderbare Flieder, dieses krasse, diese Unfarbe. Ja, ja. Da habe ich keine Maschenprobe gestrickt, aber die muss ja relativ mit wenig Maschen ausfallen. Ist das deine Wollwahl, Kakigori und Silky Kit? Genau, in Lila. Ich erinnere mich, weil dieser Farbton ist so Hammer. Strick's mal an. Du kannst ja, da ist ja mit Flausch kann man ja noch viel lockerer stricken, weil der Flausch alles schön ausfüllt. Es wird leicht. Es kann sich gar nicht so extrem aushängen. Also schick uns deine Maschenprobe. Dann gucke ich gerne drauf. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf der Pfanne, dass danke, Joanna. Ja, es ist und bleibt Praxis. Du kannst Stricken nie komplett theoretisch abhandeln, weil Stricken muss man ausprobieren. Man muss es machen, man muss immer wieder neu. Man kann ein bisschen mit Erfahrung auffangen, aber letztendlich, ja, das ist innerhalb von einer Wolle, aber zwei verschiedene Farben dann doch wieder unterschiedlich wird, ist ja auch ja. Wäre ich jedenfalls so nicht drauf gekommen. Nee, da wollte ich nicht hin. Das hier wollte ich euch noch mal zeigen. So, Sulcanina hatten wir auch im Zoom. Die Maschenzahlen, die da bei Sulcanina stehen, habe ich ein bisschen von der Alesha abgeleitet. Die habe ich jetzt nicht neu gestrickt. Die kommen von Alesha, weil Sulcanina mit dem Alpaka-Anteil in sich gesehen ein bisschen schwerer ist. Und dann nicht zu locker gestrickt werden sollte. Es ist ein viel schwererer Faden als die Noro-Wollen. Deshalb ist die Maschenzahl so hoch. Huch. Das ist mein verdammtes Handy vergraben hier.
So, und ja, genau. So könnt ihr euch daran orientieren. Reborn Jeans in Doppelt habe ich jetzt nicht aufgenommen. Muss man ausprobieren, könnte man machen, aber nach unseren ganzen Tests habe ich gedacht, nö, muss ja gar nicht sein. War sehr beruhigt, sozusagen. Okay. So, da bin ich wieder. Und würde sagen, wir haben alles rundrum zu wollen abgehandelt. Und behaltet im Kopf, das hier, was da steht, es ist ein Vorschlag. Es ist mein Vorschlag für eine weichfallende Effi, die sich aber mit Sicherheit auch ein bisschen aushängen wird. Und wer unsicher ist, der muss halt fragen. So ist es, Irene. Genau. Man kann auch immer selbst kreativ. So, dann zeige ich euch jetzt noch flott ein paar Fotos. Stricke ich nächste Woche vor, Maria. Nächste Woche kommt alles zum Schnitt, alle Zahlen zum Schnitt. Huch, wo bin ich denn hier abgerutscht? Da wollte ich hin. Und genau, Strickmuster, Randmaschen, mache ich sowieso alle rechts und alle Schnittzahlen. Und immerhin sollte Strickstart ja auch erst im Februar sein. Es haben auch noch nicht alle ihre Wollen. Also Gemach, Gemach. Ich habe von Susanne Bilder bekommen, die Rona gestrickt hat in einer ziemlich coolen Farbkombi. Alleine das Fließfutter mit Sternchen, das hat uns alle im Atelier begeistert. Sehr coole Kombi. Danke, Susanne. Oh, Nicole. Genau. Mir fällt gerade auf, dass ich deine Frage zwar gelesen, aber irgendwie auch drüber weggekommen bin. Pflanzliche bunte Wolle. Du kannst ja in unserem Shop, wenn du in die Wollen gehst, filtern. Du kannst dir vegane Wollen rausfiltern, du kannst dir Nachhaltiges rausfiltern, ob bunt oder meliert oder Uni kann man sich nicht filtern, aber das sieht man ja am Foto der Wolle quasi. Es ist einiges dabei ohne tierische Fasern und am besten du gehst auf die Wolle und filterst raus, was du suchst. Ja, das habe ich auch gedacht. Damit, mit dieser Mütze wird man nicht übersehen. Da ist sie als Tragefoto. Mega, Susanne, super, vielen, vielen Dank. Ein ganz tolles Foto. Aha, du hattest so viel gestrickt, muss mal gucken. Glimmer hatten wir schon letzte Woche. Angela, Glimmer hatten wir auch schon letzte Woche, aber das ist die dritte Glimmer von Angela. Auch mit Futter, Fließfutter abgefüttert, musste ich dann trotzdem noch mal zeigen. Dann Pulswärmer.
Vom Adventskalender von Petra. Gott, ich merke, ich habe alles in einen Ordner geschmissen. Es war kein guter Schachzug. Das ist der Krebsschal, ach, den ich hier eben aus Kakigori gezeigt hatte. Genau, auch von Susanne. Der Krebsschal. Und auch von Susanne das Muster vom Adventskalender auf einem Pulli aufgestrickt. Das ist auch eine gute Idee. Und das ist halt eben das, ja, sie waren auf dem Pulswärmer, aber man kann ja die überall drauf sticken, wo man mag. Noch mehr sein von Susanne. Oh ja, hier. Poncho Pullover Ashley. Ist ganz schön lang geworden bei dir. Aber gut, also ist nichts Schlimmes. Finde ich sogar sehr gut. Und noch einmal in einem schicken Spiegel. Ganz klasse. Das sind so Lieblingsfarben von dir, oder? Orange, Türkis habe ich schon öfter gesehen. Ich weiß nicht, von wem die sind. Susanne, sind sie auch von dir? Nochmal Pulswärmer vom Adventskalender, aber ganz, ganz eigen abgewandelt. Richtig cool. Karin, für die Maschenprobe ein Knollwolle mehr. Du kannst sie auch auftrennen, aber wenn sie erstmal gewaschen ist, natürlich nicht. Aber für so kleinere braucht man kein ganzes Knäuel. Also das hier ist maximal ein, weiß ich nicht, Achtel. Man muss auch nicht immer waschen und dann könnt ihr sie wieder auftrennen. So, ich weiß nicht, ob die auch von Susanne waren. Pulswärmerkatzen steht da drauf. Und eine sehr, sehr coole Abwandlung. Nochmal zu den Pulswärmern. So, ihr Lieben, also dann. In Enka hat sich Maroso so schockverliebt. Ja, das kann ich bestätigen. Hast du die bekommen? Das ist ja auch eine von diesen weichen, wattigen Noros. Und auch von den Farben her. Richtig klasse. Nein, Petra. Das kann man denken, dass wenn du dunkle Wollen mit hellen zusammen verstrickst und die bluten etwas auf, dass das auf die helle Wolle übergeht, ist aber nicht so. Das habe ich noch nie erlebt, dass das wirklich die helle Wolle beeinträchtigt. Das ist ein Farbüberschuss im Garn und es sieht auch oft schlimmer aus im Wasser, als es tatsächlich Farbe ist, die da ausgetreten ist. So ein Wasser färbt sich immer sehr schnell, aber ist im Grunde immer harmloser, als es aussieht. So, Maroso, so, dann hast du ja 4 Tage, ja, später schon bekommen. Nee, Katrinchen, das war jetzt das Zoom-Meeting. Das machen wir nicht jede Woche. Das war am Freitag zum Warmwerden, zum Reinkommen, zum Ausprobieren. Das machen wir nach Bedarf. Also ich würde sagen, wenn wir denken, so jetzt sind mal so viele Fragen aufgelaufen, die man einfach nicht im Chat mit schriftlich klären kann, dann setzen wir einen Termin an. Es war aber sehr schön. Es war
Richtig klasse. Und euch zu sehen, das hat mir super viel Spaß gemacht. Was ist denn ein Färbetuch, Petra? Das habe ich überhaupt noch nicht. Muss ich mal direkt googeln hier. Färbetuch. Oh, meine Tastatur ist. Ramona kennt das auch. Farbtücher. Ja, wieder ganz unbedarft hier. Farbtücher, Waschmaschine. Mal an, was es alles gibt. Farbfangtücher. Cool, habe ich noch nicht ausprobiert, hört sich aber ziemlich schlüssig an. Der Chat weg. Töten gegangen. Ja, Katrinchen ist. Ja. Aber irgendwann muss ich auch mal ein bisschen arbeiten. So, ihr Lieben. Joanna, du bekommst noch E-Mail von mir Anfang nächster Woche. Das habe ich nicht mehr geschafft. Und dann, oh, Brigitte, wirklich. Okay, das freut mich zu hören. Ja. Ich habe bei dem Zoom-Meeting gemerkt, wie hilfreich das ist, miteinander zu sprechen. Weil schriftlich, klar, es kommt schon auch immer ein bisschen Emotion mit rüber beim Schriftlichen, aber man kann sich doch auch sehr schnell missverstehen. Aber im Gespräch, und das war ja im Zoom-Meeting total, also das war der Hammer. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und hat mir gut gefallen. Ja, ein Staubfangtuch hätte ich auch gerne. So, wir sind am Ende. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Danke, Ruth. Sehr gern. Ja, Joanna, ich liebe das, was ich tue. Das habe ich mir doch sehr bewahrt über all die Jahre und bin ganz dankbar dafür. Das bringt mich morgens aus dem Bett. Also ich stehe wirklich jeden Morgen mit dem gleichen Antrieb und Bock auf meinen Tag, springe ich gewissermaßen schon aus dem Bett und ja, was soll ich sagen, wenn man was gerne macht, dann kommt es einem auch nicht als Belastung oder nicht so anstrengend vor und dann schafft man auch viel. So, ihr Lieben, wir sind durch, würde ich sagen. Wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag wieder und dann strickt oder was auch immer ihr heute noch vorhabt. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, tschüss.